Möchten Sie etwas Zeit nehmen? Wie ist das? Die Fenster sind offen und so. Müssen wir vielleicht da öffnen, weil wir jetzt nicht. Ja, aber. Meine Damen und Herren, ich wünsche euch alle einen schönen guten Abend. Und zum Ersten möchte ich mal wissen, wer von euch kennt die Arbeit von Fatih Akin? Sehr gut. Und gefällt sie dir? Ja, sehr. Ah, okay. Also, das Referat, das ich heute präsentiere, ist... Warte, ich hätte euch einfach nur mal sagen können, dass das Referat, das ich heute präsentiere, über die Biografie des Regisseurs Fatih Akin ist. Das ist aber eigentlich gar nicht wahr. Das Referat, das ich heute präsentiere, ist tatsächlich eine Liebesgeschichte. Und zwar die Liebesgeschichte eines Manns mit der Kunst, eines Manns mit seiner Arbeit. Am 25. August 1973 wurde Fatih Akin geboren. Sohn türkischer Einwanderer in Hamburg. Lebt er noch immer in der Stadt. Und als er 16 Jahre alt war, stand es für ihn schon fest, dass er Regisseur werden wollte. Ein wiederkehrendes Thema in seinem... das hat er geschafft. Nach dem Abi hat er an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste studiert, visuelle Kommunikation studiert. Und ein wiederkehrendes Thema in seinen Filmen ist die Einwanderung nach Deutschland. Und jedoch beschränkt er sich nicht ausschließlich auf dieses Thema. Er hat bisher 15 Filme gedreht. Der erste, Sensin, du bist es. Der zweite, Getürkt. Und beide sind Kurzfilme. Die bekanntesten Filme von ihm sind Alemannia und Gegen die Wand. In Gegen die Wand ist Siebel, eine Deutsch-Türkin in einer Familie, die sie nicht auf autark leben lässt. Und als die einzige Möglichkeit, ihr einziges Leben zu leben, sieht sie eine Scheinehe einzugehen. Und sie hat in einem Krankenhaus nach einem Suizidversuch einen Typ kennengelernt, der Chahit heißt. Und sie hat ihm erzählt, dass das Folgende: Ich will leben, ich will tanzen und ich will fliegen. Nur nicht mit einem Typen. Also nicht nur mit einem Typen. Und danach hat er sie geheiratet, um sie freizulassen. Aber an einem Tag hat er einen One-Night-Stand-Siebel getötet. Und deswegen wurde er ins Gefängnis gestellt. Wenn ihr den Rest der Geschichte wissen sollt, solltet ihr einfach in die Bibliothek gehen und den Film ausleihen. Also, ich habe am Anfang gesagt, dass es eine Liebesgeschichte ist und deswegen zitiere ich die folgende Szene von dem Film Im Juli des Fatih Akins. Es geht irgendwie so. Meine Herz, allerliebste, ich bin tausende von Meilen gegangen, ich habe Füße überquert, Berge versetzt, ich bin der Berge versetzt, ich habe gelitten und ich habe Qualen über mich ergehen lassen. Ich bin der Versuchung widerstanden und ich bin der Sonne gefolgt, um dir gegenüber stehen zu können und dir zu sagen, dass ich dich liebe. Und das ist das Ende meines Referats. Wenn ihr Fragen habt, kann ich die gleich antworten. Ja, schön, das waren hier genau 4,5 Minuten, ne? Also. Wie bitte? Dann möchte ich so rufen, wie der Eis gehen. Ist das die Frage? Ja. Nein. Ja. So. Im Juli. Im Juli. Warum? Also immer wenn ich Komödienfilme anschaue, lache ich nicht. Und wenn ich Und als ich im Juli angeschaut habe, habe ich viel gelacht. Also in die Bibliothek, Bruno hat es gesehen. Und es war ein bisschen peinlich, aber ja. Ja. Schön geht's.